Hi und willkommen zu meinem ersten Kochvideo. Ja, das ist jetzt ein erster Versuch mit meinem Ringlicht. Ich finde es toll, dass es so tolle Ringe in die Augen macht. Egal. Ja, darum soll es nicht gehen. Ich habe ein Rezept gesucht, weil ich sage es ganz offen und ehrlich, ich habe keine eigenen Rezepte. Ja, ich bin ja so der Gefühlskoch und probiere dann mal. Und weil wir heute sind wir so bei einem Zwischending zwischen Kochen und Backen. Also es ist weder Kochen wirklich noch wirklich Backen. Gut, wir machen Wolkenbrot. Und dafür brauchen wir nicht mal viele Sachen. Oh, ups. Eine Sekunde, ich bin kurz weg. Da bin ich wieder. Gut, ich habe das Backen vergessen. So, gut, dann brauche ich jetzt erstmal Teelöffelchen. Zwei Esslöffel. Doch, ja. Auch nur ein Teelöffel fällt mir gerade auf. Lesen ist so eine Sache, wisst ihr. Ja, gut. Ich muss jetzt kurz nach da drüben watschen. Und dann muss ich kurz verschwinden für ein paar Sekunden. So, das war's. Jetzt sind wir vorbereitungstechnisch vorbereitet. Also, ja, jetzt müssen wir gucken, wie wir das am besten machen. Damit ihr. Es ist immer dieses neue Stativ, neues Ding. Hup. Ja, es funktioniert. Jetzt muss ich es noch fest genug ziehen, dass man es. Ja, es klappt. Supi. Ja, gut, also, mein Ding ist, ich möchte dieses Brot auf der einen Seite süß probieren, auf der anderen Seite salzig. Also, damit es funktioniert, brauche ich jetzt zwei verschiedene. In dem Rezept steht, man soll Frischkäse nehmen. Und zwar brauche ich davon jetzt zwei Esslöffel. Eigentlich steht im Rezept drei, aber... Ich habe nur sehr kleine, so kleine Eier und ich befürchte, dass meine Eigelb sehr klein sind und deswegen, ich nehme halt zweieinhalb. Ist vielleicht besser. Also fährt niemand, wie ich das gemacht habe. Und? Weil wir ja, wie gesagt, zwei verschiedene Sorten machen, möchte ich für die süße Variante Mascarpone nehmen, anstelle von Frischkäse, weil die sich sind sehr nah miteinander verwandt, aber eben der Vorteil von Mascarpone ist, es hat nicht diesen salzigen Beigeschmack, was dann schon etwas vorteilhaft ist, wenn man Süßes macht. Hier ist auch gut. Also, ein Löffelchen, zwei Löffelchen und noch was fürs Gefühl. So, das kommt jetzt wieder in meine Mama ihren Kühlschrank, weil meine das Rest darf sie nachher mitnehmen für sich nach unten. Dann werde ich euch jetzt ein bisschen drehen. Ja. So. Ja. Gut, dann beginnen wir jetzt. Die Eigelbe und die Eiweiß zu trennen. Als ich ein Kind war, habe ich es geliebt, im Sandkasten zu pitschepatschen und irgendwie, weiß nicht, da ist mir irgendwie so ein bisschen ein Glaubensschaden übrig geblieben, den ich bis heute habe, weil ich liebe nichts mehr als dieses, wenn es so patschig ist. So. Ja, ich hatte mit meiner Vermutung recht, sehr kleine Eigelbe. Ich habe euch einen Tipp, den
Das hat meine Mutter mal gesagt, da käme wahrscheinlich nicht jeder drauf. Wenn ihr mehrere Eier trennt. Uah, nein! Kann man noch machen. Geht noch. Hoffe ich jetzt. Wenn ihr mehrere Eier trennt, dass ihr dann die Eierschale, wenn ihr eins habt, wo praktisch nicht haltet, weil oft ist es so, dass die Eidinger zerplatzen. So. Also nicht die Eigelbe, sondern dass es sein kann, dass euch da sowas passiert, dass euch die Eierschale kaputt geht beim Rumunum. Wenn ihr dann eine größere praktische habt, dann ist das viel besser. So, das ist dann das zweite Ei. Vom Eiweiß her haben wir jetzt schon drei, aber puh, gerade noch verwischt. Also die Frage, falls ihr euch fragt, warum da eine Schüssel steht, ich bin total die Neurotikerin. Und ich habe immer diesen Zwangsgedanken, dass in meinem Ei ja was drin sein könnte. Und damit ich das dann sozusagen verhindern kann, schlage ich eigentlich normalerweise mein Ei immer in, ups, in, ja, in so eine Extraschüssel. Also das ist sowas, wo wir. Wenn sie nicht gestorben ist, dann wartet sie noch heute darauf, dass sich ihr Ei löst. Also es sind ganz frische Eier, das muss ich sagen. Das sind sogar die besten Eier in unserer Gegend. Ich backe nämlich prinzipiell bloß mit denen. Weil das Ding ist, beim Kochen und beim Backen kommt es meistens mehr auf die Qualität der Zutaten an als sonst noch was, weil das macht schon einen Unterschied vom Geschmack her. So richtig schön alles, was man so präsentabel zeigen kann. Also, dann finde ich auch noch eine Eierschale. Ich bin's ja nicht, die es essen muss. Das ist so schön, der Gang. So. Oh, und die haben natürlich auch keinen. So. Jo, jetzt habe ich das über die Bande mir die Hände waschen Ding. Auch wenn ich Handschuhe trage, so ist es besser, wenn man sich gelegentlich nach dem Ei einfach die Hände abwäscht, damit man sozusagen nicht so klebt. Und sonst hinterlässt man überall so eine Spur aus Ei. Meine Spur aus Ei. So. Und jetzt muss man das hier irgendwie zu so einer Masse machen, also dass das glatt wird. Glatt und ein bisschen, also einfach nur. Tut mir übrigens leid, falls es noch nicht wirklich gut ist hier, dieses Video, aber es ist mein erstes Kochvideo, also ein bisschen Verständnis wäre nett. So. Ich muss da auch noch mal gucken, wie das geht. Ich meine, beim Videodrehen funktioniert alles ein bisschen anders, als wenn man es einfach, also ja, so macht für sich. Falls ihr euch fragt, warum ich jetzt alles Ei in eine Schüssel getan habe und warum ich nicht. Jetzt auch noch die Eiweiße und so weiter und so fort getrennt habe, was man ja eigentlich, wenn man zwei verschiedene Teige macht, sollte. Weil ich keine Lust habe, zweimal aufzuschlagen. Ich sag, wie es ist. Ich bin eine totale bequeme Koch. Ich glaube, wenn ihr Kochen für Faule lernen wollt, dann. Also, Kochen anstrengender, als es sein müsste, aber für faule Leute, dann seid ihr hier genau perfekt. So, jetzt müssen wir hier nochmal. So, also was ich euch schon mal sagen kann, ist rein vom Rührding her,
rührt sich die Mascarpone leicht, weniger leicht als der. Als die andere Creme. So, das ging schneller. Packe ich nachher nochmal mit dem Rührer durch. Jo. Da ist er. Den benutze ich so selten, dass ich nicht mal weiß, wo er rumliegt. Das ist echt. Ja, also. Damit es jetzt Süße erhält, brauche ich jetzt einen halben Esslöffel. Also ein halber Esslöffel sind 2 Teelöffel. Das ist so, weil 4 Teelöffel sind 1 Esslöffel. Das habe ich irgendwo mal gehört. Gefährliches Halbwissen. Wenn ihr übrigens so Infos von mir kriegt beim Kochen, ich bin wie gesagt ein Gefühlskoch. Gut, da steht ein halber dran, aber wenn ich schon süß mache, dann mache ich auch süß. Da mache ich sicherlich so ein halbgares Ding. So. Und ein Tipp von mir. Wenn Salz ins Süße reinkommt, ist es weniger schlimm, als wenn Süßes ins Salzige kommt. Man sagt zwar, dass ein bisschen Süßes hilft, aber wenn man dann sowas hat, dann ist es meistens eher kontraproduktiv. Also für dich zumindest. So. Ich hätte auch gleich den Honig reintun können, damit rührt es sich ja viel besser. Tut gleich den Honig rein, wenn ihr es süß haben wollt. Rührt sich besser. Dass da noch Klümpchen sind, nervt mich jetzt gerade mega. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie sehr, aber ist so. Gut, das ist jetzt gerührt. Da geht nicht mehr. Der Grund, warum wir das heute machen, ist, weil ich heute mein Abendessen schon vorgekocht habe und ich somit keine Abendessenssachen habe. So, nun das Backpulver in die Schüssel mit dem Eiweißgeber, mit dem Steifschlagen. Gut, dann kommt die jetzt. Mama! Ach, ich brauche dich nachher im Moment noch nicht. Dann brauche ich jetzt 2/4, macht ungefähr einen halben. Weil die Hälfte von 2/4 ist dann ein halbes. Glaube ich. Weiß ich, Tierkomp. Ach, das seht ihr jetzt gar nicht mehr. Also eigentlich rein von meinem Instinkt her würde ich jetzt noch eine Prise Salz dazu geben. Aber das geht nicht. Also. Hier sind wir jetzt beim. Jo. Und jetzt muss ich Eischnee schlagen. Wisst ihr was? Ich muss jetzt Eischnee schlagen und so lange mache ich mal für euch Pause, weil das ist echt laut. Also, irgendwie will heute mein Ei nicht. Ich habe zwar schon den Anfang vom Eischnee, aber so richtig eben nicht. Jetzt überlege ich gerade, ob ich schnell einen anderen Rührer noch raushöre. Ich habe noch ein zweites Rührgerät. Das hier ist schon warm wie Sau. Ich probiere es mal noch ein bisschen.
Ja, aber mein Eischnee wird nicht. Ich glaube, mir ist mein Eischnee abgekratzt. Du kannst, ich bin auf der Ebene von hier, also ab meinem Kopf sieht man nichts. Du bist größer als ich, also. Geh einfach und guck. Guck mal, Mama. Mein Eischnee, ich glaube, abgekratzt. Man sieht dich nicht. Vielleicht mit dem Messer, Schlitz zu viel. Da kannst du auch nichts testen, wenn es sich bewegt, ist noch nicht. Mehr als eine Wolke. Ja, deswegen sage ich ja, ich glaube, mein Eischnee ist mir abgekratzt. Ha. Mit meinem Rührer kann ich nicht weiter rühren, weil der kratzt mir sonst als nächstes ab. So, dann gibt es nur eins. Entschuldigt, wir müssen mal ganz kurz Equipment wechseln. Und die Feststellung machen beim nächsten Mal gleich in der Küchenmaschine. Und so habe ich sie. Geliebte Kennmutstier. Warum steht? So, dann mal los. Also mit ein bisschen Salz noch habe ich jetzt schon so gut wie Eischnee. Also ja. Kein perfekter Eischnee, aber sollte es für heute tun. Vor allem, weil ich jetzt langsam echt einen Krampf in den Arm kriege. Und ich meine, ich habe diese anderen Schmerzen in den Armen. Wirklich. So. Ja, und es lässt sich ja hier. Man kann hier schön dazwischen ein Trennding machen. So. Und jetzt nimmt man den Eischnee. Und tut einen Teil davon erstmal los. Eieieiei, Arme. Ah, das ist immer der Nachteil, wenn man es per Hand schlägt und nicht mit der Maschine. Dann hat man dieses Taubheitsgefühl im Armbereich. So, mein Tipp: ich mache das immer mit Schneebesen, weil da habe ich das Gefühl, dass mehr Luft drin bleibt. So. Ich nehme einen Löffel. Ich schöpfe mal oben ab, dann kann ich nämlich drunter noch mal schlagen, damit wir dann vielleicht durchwegs gut Eischnee kriegen. So, ich muss jetzt ganz vorsichtig drunter heben. Ja, besser wird nicht. Damit wir das jetzt mal für euch einmal, ja, dann nehme ich hier und da schlage ich noch mal. Ja, das ist.
besser geht's jetzt nicht mehr. Und dann heißt es jetzt hier erstmal ein Löffelchen zum Grund. Fluffigkeit zu gewährleisten. So. Also, ich möchte jetzt mal ganz kurz sagen, wenn ich in dem salzigen Ei Schnee kriege ich irgendwie nie richtig hin. Da fehlt mir was. Da habe ich irgendwie, ja, kein Talent. Aber wenn ich Zucker mit reinschmeißen darf, mache ich einen super Eischnee. Das zeige ich euch irgendwann. Jetzt habe ich gerade so ein... Ja, ihr wisst ja. Ganz vorsichtig. Ja. Und jetzt hole ich, glaube ich, eine Form, weil sonst läuft mir das ja überall hin. Ich habe jetzt... Na gut, nicht. Okay. Na gut. Dann hau ich jetzt als nächstes Backpapier. Auslaufschutz noch gebastelt. Das stört mich. Ich gehe lieber auf die Suche nach meiner Form. Weil bei sowas kann ich neurotisch sein. Das werdet ihr noch öfters merken. Glaubt mir. Oh, wenn ich jetzt wüsste, wo ich die hin darf. Ja, ich hab sie. Habe meine... Super, super, mega, das erste Mal benutzt jetzt Kastenform. Die habe ich von meiner Mami bekommen. Und daher liebe ich die schon. Und so verhindere ich zumindest, dass es überall rumfließt. So. Das kriegen wir schon von her hin. So. Das ist jetzt sehr ungerade. Gut. Es geht ja auch nicht darum, dass es hübsch ist, sondern es geht nur darum, dass wir da auch einen Auslaufschutz haben. Ich befürchte, dass das eigentlich kann man es dann auf die Form einfach drauf tun, aber ich befürchte, dass das bei mir so nicht klappt. Wisst ihr, ich mache das Rezept heute auch zum ersten Mal und deswegen ist es ja was Besonderes, weil ich zum ersten Mal aufnehme, zum ersten Mal Rezept. Ich habe da jetzt auch keine Expertise, ich könnte euch jetzt noch nicht sagen, ob das jetzt so aussehen soll oder muss oder darf oder ob ich ja jetzt einen Fehler gemacht habe. Tja.
Aber Brot hat auch immer Kastenform, also alles voll bueno. Ist ein bisschen schief. So, das muss jetzt für dünne Zeit in den Ofen. So. Und zwar, Mama, wie viel ist eine Viertelstunde? Super. So, 15 Minuten muss das jetzt in unseren Ofen rein und wir sehen uns gleich wieder in 15 Minuten. So, jetzt riecht's fertig. Ich guck mal. Ich habe also 15 Minuten war etwas wenig. Hui, heiß. Fertig, würde ich sagen, oder? Da bleibt nichts hängen. Das soll ja luftig sein. Okay. Das ist ja Wolkenkuchen. Also Wolkengebäck. So, dann lasse ich es jetzt im Ofen abkühlen. Und ja. Und das war's jetzt von meinem. Wartet. Jetzt dürft ihr wieder hoch. So. Hoch mit euch, hoch mit euch, hoch mit euch. So. Ja. Total schöpfes Bild, egal. Gut, das war's für heute mit meinem ersten Backversuch. Wie es geworden ist, werde ich euch dann bei Gelegenheit mit einem kleinen Zusatzvideo dann drehen, weil das braucht jetzt noch eine ganze Weile, bis es abgekühlt ist, weil ich esse das jetzt sicher nicht mit den 150 Grad, das könnt ihr mir glauben. Da verbrenne ich mir ja alles. Ja gut, ich suche noch einen Namen für dieses Format. Falls jemand eine Idee hat, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ihr könnt mir aber auch gerne Rezeptideen zuschicken. Ich bin da total gespannt. Ihr könnt mir das entweder per Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an diebell.readmyoutlook.com oder einfach auch. Wenn es vegetarisch ist. Na, man kann auch Fleischgerichte vegetarisch machen. Das glauben nur viele nicht. Ist aber so. Ich habe eine Suppi-Bolle ohne Fleisch. Ja, das klingt jetzt wie so eine Ansage. Ich mache als nächstes eine Bolognese ohne Fleisch. Guests. Das ist mir zu viel. Obwohl. Gut, machen wir. Als nächstes gibt es dann Bolognese ohne Fleisch. Wenn ich jetzt habe ich selbst Bock drauf bekommen. Prima. Gut, dann sehen wir uns bald bei meinen normalen Videos. Bis dann. Tschüss. Ja gut, das ist jetzt mein Endergebnis. Leider ist es wirklich mega eingefallen. Also vorher war das dreimal so hoch. Ich drehe. Sorry. Und ich probiere jetzt mal was. Schmeckt wie ein Omelett. Schmeckt einfach wie ein fluffigeres Omelett. Ich habe das da ein bisschen süß. Dann probiere ich jetzt noch salzig. 1:1 Omelette. Also, wenn ihr richtig aufwendiges Rührei wollt, dann macht das Rezept nach. Gut, das war alles. Bis dann. Tschüss. Okay, jetzt noch einen kleinen Post-Credit für alle, die auch Hunde haben. Nee, ist kalt, Papa. Also, das ist ja das Süße, das ist das Salzige. Und das Salzige zum Beispiel mag unser Hund auch. Also, das kann man auch gut füttern, weil da ist ja echt nichts drin, was nicht, was das... Ja. Ich weiß, riecht echt gut. Es ist... Es ist so das Ei. Also es ist nur Ei und halt Käse. Also ja, da ist nichts drin, was man nicht auf dem Mond so füttern könnte. Und von daher, gut, also dann, das war noch schnell eine kleine Anmerkung.